Ihr wisst, dass ich immer ehrlich mit euch bin, ne? Und vor allen Dingen, so eine dreiste Schreiberei habe ich in meiner ganzen YouTube-Laufbahn noch nicht lesen müssen. Diese Respektlosigkeit, in meinem Leben zählen nur meine Kinder und wenn die krank sind, dann bleibt die Kamera aus. Ja. Und wisst ihr, was sie mir dann zurückgeschrieben hat? Dann hat sie mir angeboten, für jede Perücke, die ich verkaufe, will ich nicht, ich schaff's nicht, dieses Video abzudrehen, meine Kinder sind krank. Da kannst du mir noch so viele Provisionen anbieten, was genau ist denn in eurem Kopf los? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es mal ein etwas anderes Video von mir geben und zwar steckt hier tatsächlich in diesem Video der absolute Wurm drinnen. Sowas ist mir noch nie passiert. Und zwar ist es so, dass ich dieses Video vor einigen Wochen für euch schon abgedreht habe, aber ich habe versehentlich mein Intro gelöscht. Deshalb mache ich das jetzt nochmal. Also wundert euch nicht, wenn im zweiten Teil das Ganze ein bisschen anders aussieht. Ich sitze anders und ich sehe auch ein bisschen anders aus. Natürlich, ich habe mir extra aber die Bluse wieder angezogen, damit der Unterschied nicht ganz so krass ist. Aber ich wollte dieses Video, also den zweiten Teil, nicht löschen, da ich mich tatsächlich sehr aufgeregt habe. Ich habe euch alles erzählt, so wie es tatsächlich gelaufen ist, denn in diesem Video steckt eine Kooperation, bei der allerdings kein Geld geflossen ist. Keine Sorge, sonst würde ich es euch ja einblenden, das wisst ihr ja. Aber das war mit die schlimmste Kooperation, die ich bisher auf YouTube hatte. Sehr respektlos wurde mit mir umgegangen und ich wollte den zweiten Teil nicht löschen, weil ich euch das in dem Moment eben so erzählt habe, wie ich es empfunden habe und wie es tatsächlich eben so war. Und wenn ich das jetzt nochmal abgedreht hätte, dann wäre es ja irgendwie fake gewesen sozusagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also wundert euch bitte nicht, wenn dann jetzt gleich im zweiten Teil alles ein bisschen anders aussieht, ich euch dann aber erzähle, wie diese Kooperation eigentlich gelaufen ist. Und jetzt sage ich euch erstmal, um was es überhaupt geht. Es geht um Donna Love Hair. Die haben mich angeschrieben, ob ich nicht eine Perücke testen möchte. Und ich habe euch vor einiger Zeit schon ein Video abgedreht, in dem ich euch Perücken gezeigt habe, die ich mir gekauft habe, weil ich einfach mal meinen Style ändern wollte. Ich kann nicht einfach so meine Haare färben, das geht leider nicht und mit dem Schneiden, da habe ich es eh nicht so. Ich habe schon meine Freundin gefragt, warum mich ständig solche Firmen anschreiben, ob ich Perücken haben möchte und Nina meinte dann, naja Heidi, die meinen alle, das wären nicht deine Haare und du trägst eh eine Perücke, aber das sind tatsächlich komplett meine Haare und es ist wirklich ein bisschen schwierig, meinen Style zu ändern. Deshalb habe ich zugesagt, ich habe mich auch total gefreut. Und dann ist leider alles komplett schief gelaufen, alles was nur schief laufen konnte, aber das seht ihr wie gesagt im zweiten Teil. Ich möchte jetzt im ersten Teil erstmal sehr neutral bleiben, ich möchte euch das Ganze vorstellen, weil dazu habe ich ja auch zugesagt und so ist es ja auch richtig. Aber wie gesagt, im zweiten Teil, also da könnt ihr mich mal so richtig erleben, ich bin so richtig sauer und erzähle euch alles so wie es war. So, also jetzt kommen wir aber mal hier zu meinem Paketchen, das ja ankam. Der Versand ging sehr, sehr schnell, also ich musste gar nicht lange drauf warten, hat mich total gewundert, habe ich mich gefreut. Die Verpackung ist total schön mit diesem Türkis und da war eben meine Perücke drinnen, die ich mir aussuchen durfte. Es war auch ein Kamm noch mit dabei, was ich auch richtig schön fand. Ich habe jetzt hier zwei, weil ich habe noch eine zweite Perücke. Die werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Dann war noch so ein Haarnetz dabei. Das braucht ihr dann eben, um euch die Perücke aufzusetzen. Die erste Perücke, die ich bekommen habe, ist eine Echthaarperücke, die ich mir aussuchen durfte. Ich habe so eine bestimmte Farbe gewollt und war auch schon total gespannt. Und dann kam sie an und ich war leider sehr, sehr enttäuscht. Ich war enttäuscht von der Farbe. Ich zeige sie euch mal eben. So sieht sie aus. Ich habe mir die komplett anders vorgestellt. Ich kann euch jetzt hier mal ein Bild einblenden, wie sie eigentlich abgebildet war. Ich weiß, dass es da immer Abweichungen gibt. Das ist auch überhaupt keine Frage. Aber irgendwie war ich enttäuscht. Und diese Farbe, muss ich sagen, steht mir auch überhaupt gar nicht. Im zweiten Teil seht ihr sie dann getragen. Von der Verarbeitung her, muss ich sagen, ist sie wirklich toll. Also da gibt es gar nichts. Ihr habt hier drinnen so ein Haarnetz, das wirklich ganz, ganz toll verarbeitet ist. Ihr habt hier so zwei Bänder, dann könnt ihr euch das Ganze enger machen. Ihr habt hier so Spangen, könnt euch das quasi befestigen. Und ihr habt hier noch dieses Lace, das man sich dann natürlich abschneiden muss, was darauf hindeutet, dass es wirklich eine gute Qualität ist. Ihr könnt euch hier oben dann so ein bisschen mit Make-up oder zum Beispiel mit Eyeshadow das Ganze dann noch natürlicher machen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Auch von der Verarbeitung, also da kann man wirklich gar nichts sagen. Es ist nur so, dass ich von Natur
Natur aus schon sehr, sehr viele Haare habe und jetzt nicht so unverschämt sein wollte und die größte Masse an Haare bestellen wollte. Ihr könnt dort nämlich verschiedene Dinge anklicken, Gramm sind das, die ihr dann bestellt und verschiedene Haarlängen natürlich. So unverschämt wollte ich nicht sein, denn diese Perücke hier kostet regulär 198 Euro und das fand ich schon eine Stange Geld. Deswegen habe ich mich natürlich gefreut, dass ich sie mir aussuchen darf. Aber wie gesagt, mir sind es einfach zu wenig Haare. Aber diese Perücke hier wird an meine Freundin gehen. Nina Kutschera, ihr kennt sie alle vom Kanal. Oh Gott, diese Familie. Alle Kanäle von ihr verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Sie hat nämlich einige. Und sie trägt Perücken. Ja, und sie sieht damit wahnsinnig schön aus mit dieser Perücke hier. Ich hatte sie nämlich schon dabei in Frankfurt. Sie hat sie aufgesetzt und sie hat sich wahnsinnig gefreut, als ich ihr gesagt habe, dass ich ihr diese Perücke hier schenken werde. Deshalb, Nina, an dich. Du darfst dich jetzt hier freuen über deine Perücke. Ich werde sie dir dann vorbeibringen. Also mir steht sie eben leider nicht. Und deshalb möchte ich sie gerne der Nina schenken. Dann durfte ich mir noch eine synthetische Perücke aussuchen. Und zwar ist es diese hier. Ihr seht sie dann im zweiten Teil auch getragen. Die finde ich von der Farbe her wahnsinnig schön und auch von der Haarmenge. Also da kommen wir der Sache schon näher. Das ist richtig viel. Auch hier wieder von der Verarbeitung. Hier dieses Haarnetz innen drin. Wirklich toll. Diese Klemmerchen, hier habt ihr das Ganze wieder zum Verstellen. Ihr habt hier vorne wieder dieses Lace, also ganz, ganz toll. Diese hier würde 99 Euro regulär kosten, ist natürlich auch eine Stange Geld. Also vom Material her kann ich wirklich sagen, dass sie super ist. Auch diese hier vom Geruch, ich dachte erst so, echt Haar, das stinkt dann bestimmt oder ist total unangenehm oder ganz komisch, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Die riecht so, so gut, wenn ihr das Paket aufmacht, da kommt euch ein ganz, ganz toller Duft entgegen, also das ist auch noch was Positives, was ich euch natürlich noch sagen wollte. Hier bei der hier ist es so, dass wenn ihr euch die aufsetzt, ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr euch Perücken aufsetzt. Also ihr habt natürlich dieses Haarnetz, das setzt ihr euch auf und dann müsst ihr euch die Haare so fächerartig am Kopf entlang drapieren. Ihr könnt euch natürlich nicht hier hinten so einen Dutt oder Knoten machen oder hier oben hin, weil die Haarmenge sonst noch wuchtiger aussieht natürlich. Also das sieht ganz schlimm dann aus und gerade jetzt bei der Haarmenge ist es nichts. Ihr müsst schauen, dass ihr euch hinten die Haare zu einem Zopf quasi macht, also nicht flechten und dann die offenen Haare am Kopf entlang schön drapiert. Ja, das wollte ich euch noch sagen und wie gesagt, mit dieser Perücke hier bin ich sehr zufrieden, gefällt mir total gut. Ich muss halt noch ein bisschen üben, die aufzusetzen. Im zweiten Teil seht ihr ja dann die Perücke, wie ich sie aufsetze, allerdings nur ganz kurz. Es geht eigentlich mehr darum, wie ich mich aufgeregt habe. Und ich habe jetzt gleich auch dieses Haarkondom auf, also wundert euch nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf zum zweiten Teil. Los geht's! Also gut, ich habe es mir jetzt mal drauf gemacht. Ne? Das ist total einfach. Jetzt habt ihr auch was zu lachen. Ihr müsst euch das quasi erstmal hier bis zum Hals ziehen, ne? So runterziehen und dann drüber. Und dann müsst ihr versuchen, natürlich die Haare am besten so gut wie möglich am Kopf, also am Ansatz, dran zu machen. Ne? So, und jetzt zeige ich euch am besten mal diese Perücke hier. Ich habe mir die noch überhaupt gar nicht aufgesetzt. Das ist quasi jetzt die Premiere. Wie gesagt, dieses Teilchen hier vorne muss man natürlich abschneiden. Das ist natürlich auch überhaupt keine Frage. Ihr müsst euch das dann so zurechtzutteln und so. Das ist natürlich wahnsinnig viel Haar jetzt, ne? Und das sieht natürlich jetzt auch echt nicht schön aus, weil hier noch dieses Lace dran ist. Aber man merkt schon, dass man einfach seinen Look verändert, ne? Also komplett verändert. Ich kann mir das auch super gut mit einer Mütze vorstellen, ne? Dass man einfach sich ein Cappy aufsetzt oder so. Also man muss sich das durchkämmen und so weiter. Das ist ja alles überhaupt keine Frage. Sieht auch meiner Meinung nach, wenn man es dann richtig schön hintrapiert hat, richtig gut aus. Also man kann da wirklich einiges draus machen, wenn man mal mit seinem Look spielen möchte. Ich kann euch mal ganz kurz die Echthaarperücke zeigen, wobei ich sagen muss, dass die mir also gar nicht an mir gefällt, so gar nicht. Ich finde die schrecklich. Ich finde diese Farbe so schrecklich, weil ich mir das so komplett anders vorgestellt habe. Oh, ich finde die so schrecklich. Nein, also die gefällt mir, wie gesagt, überhaupt gar nicht von der Farbe. Schaut mal. Also, nein. Ich mache es jetzt natürlich echt gerade nicht ordentlich. Ne? Ich will es euch nur mal so ganz kurz zeigen. So, wenn man auch das vielleicht schön macht, dann
ja, sieht es bestimmt schön aus. Aber ja, ich habe was anderes mit der Perücke vor. So, und jetzt erzähle ich euch noch ganz kurz, was da eigentlich gelaufen ist. Und zwar war es folgendermaßen, dass mich eben Donna Love Hair angeschrieben hat, ob ich deren Perücke testen möchte. Also gut, habe ich gesagt, ja klar, ich möchte es eh gerade im Moment testen. Kann ich euch auch ein Video verlinken, da sage ich das nämlich dazu. Da waren wir nämlich eben gerade per E-Mail am Schreiben und ich wusste, dass ich eine Perücke kriege oder bekomme. Und deshalb habe ich diese Kooperation angenommen, weil mich das interessiert hat, wie das eben an mir aussieht. Also gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde ziemlich viel verlangt. Es wurde mit roter Schrift geschrieben, so, also wenn die Perücke ankommt, dann muss innerhalb von 5 Tagen ein exklusives Video online gestellt werden. Exklusive Videos bedeuten doch in der Regel, dass Geld fließt, aber wie gesagt, es fließt ja kein Geld. Also ich gebe quasi meine Plattform her und mache ein exklusives Video und mache Werbung für diese Firma. Bin ich eingegangen, weil ich mir gedacht habe, hey, du willst es eh testen, du willst es deinen Abonnenten mal zeigen. Vielleicht gibt es ja einfach Leute da draußen, die Probleme haben. Ne? Jedenfalls gibt es ja auch Menschen da draußen, die haben eben nicht so einen Haarwuchs und die kaufen sich dann Perücken, um sich wohlzufühlen. Jedenfalls habe ich zugestimmt. So, plötzlich wurde Lissandro krank. So, alle, die mir auf Snapchat folgen, wissen das. Dann war der Lissandro, also er war eine Woche krank. Dann war es Sonntag, Lissandro ging es besser, also er war auch nicht in der Schule, ne? Lissandro ging es besser und er wollte ins Kino. Also gut, wir früh ausgemacht, alles gut, ne? Ich vorgekocht, wir gehen ins Kino. Leute, plötzlich, ich war noch nie so krank wie in dieser einen Woche. Ich war noch nie so krank. Ja, ich bin nie krank, ich habe nicht mal einen Hausarzt. Also war ja klar, dass ich mich nicht hinsetzen werde und dieses Video abdrehen werde. Also hat Donna Love Hair schon 2 Wochen auf das Video gewartet und die ganze Zeit, ne, nachts bekomme ich die ganze Zeit E-Mails, 3, 4 E-Mails am Tag. Und ich immer zurückgeschrieben, Leute, ich kann gerade nicht, ne. Ja, wir haben gesehen, du wolltest ins Kino. Und wie war es im Kino? Da hatte ich nämlich frühestens ein Bild auf Instagram gepostet, dass wir ins Kino gehen werden. Ja, aber dann ging es mir ja schlecht. Soll ich dann ein Bild posten, wie ich über der Schüssel hänge, dass wir doch nicht ins Kino gehen? So, und da hatte ich total gemerkt, dass ich voll unter Kontrolle stehe, ja. Dann hatte ich ja das Video abgedreht über meine Haare. Eben, wie gesagt, das Video hatte ich aber schon für 4 Wochen abgedreht. Das war auch gut so, denn dann hat mich meine Schwester überrascht. Aus Italien kam meine Schwester. Die Videos dazu habt ihr mit Sicherheit gesehen. Ich habe meine Schwester 1,5 Jahre nicht gesehen. Ja, und plötzlich steht sie vor mir. Meint ihr allen Ernstes, dass ich mich dann hinsetzen werde und ein Video abdrehen werde, wo sie doch nur ein paar Tage da ist? Also ging das auch schon mal nicht. Also gut. Dann ging es weiter. Dann hat Gianluca eine Bindehautentzündung bekommen. Ich, Arzt, hin und her gerannt. Konnte ich natürlich auch kein Video abdrehen. Jetzt hatte ich aber Gott sei Dank ein paar Videos vorbereitet für euch. Das ist alles weitergelaufen, aber ständig kamen diese E-Mails. Ja, es kommen doch Videos auf deinem Kanal. Was ist denn jetzt mit unserer Kooperation? Und immer in dieser roten Schrift. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was die mir geschrieben hat. Ich war so, so sauer. Denn plötzlich habe ich es in den Augen gemerkt, ja, hat der Gianluca mich angesteckt und ich kann mich ja so nicht vor die Kamera setzen. Wie soll ich mich denn so vor die Kamera setzen? Das geht doch nicht, ne? So, okay, dann schreibt die halt echt allen Ernstes, ja, nee, also das geht so nicht und überhaupt und du drehst ja trotzdem Videos und du musst jetzt dieses Video abdrehen und du hast es uns versprochen. Leute, ich habe es natürlich versprochen, das ist ja überhaupt kein Thema, wenn alles ganz normal, regulär hier läuft, drehe ich denen auch ein Video ab. Ja, ich wollte es ja testen und habe auch zugesagt. So ehrlich muss ich auch sein. Aber wenn meine Kinder krank sind, wenn ich krank bin, Leute, es gibt Wichtigeres im Leben, im YouTube-Leben und das habe ich ihr dann auch geschrieben, habe ich geschrieben, weißt du was, in meinem Leben zählen nur meine Kinder und wenn die krank sind, dann bleibt die Kamera aus. Ja, dann wurde ich richtig böse. Und wisst ihr, was sie mir dann zurückgeschrieben hat? Dann hat sie mir angeboten, für jede Perücke, die ich verkaufe, also jetzt, die ihr bestellen würdet, würde ich eine Provision bekommen. Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Ich schaff's nicht, dieses Video abzudrehen. Meine Kinder sind krank. Da kannst du mir noch so viele Provisionen anbieten. Was genau ist denn in eurem Kopf los? Hallo? So, dann war es so, dass eine Woche die Tochter von meinem Mann bei uns gelebt hat, gewohnt hat. Da mache ich mit Sicherheit auch nicht die Kamera an. Und dann ist mein Gianluca ins Krankenhaus gekommen. Ja, Leute, diese E-Mails, ja, ich habe sie aufgehört zu zählen. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich bekommen habe. Leute, und ich habe geschrieben,
Meine Kinder sind krank, ich kann dieses Video nicht abdrehen. Ich verspreche euch, dass ich ein Video abdrehen werde, aber nicht so. Nicht so, wenn meine Kinder krank sind. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr merkt, wir haben es auch nicht immer einfach, ne? Mit diesen ganzen E-Mails und diese Schreiberei. Und vor allen Dingen so eine dreiste Schreiberei habe ich in meiner ganzen YouTube-Laufbahn noch nicht lesen müssen. Diese Respektlosigkeit, mich kontrollieren zu wollen, ja, mich zu stalken, zu schauen, was ich mache auf Instagram. Schon mal überlegt, dass wir auch Bilder vorbereiten und dann posten, weil wir vielleicht an dem Tag einfach auch scheiße mal aussehen und uns jetzt nicht fühlen, ein Bild zu posten. Schon mal das überlegt? Nee. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habt ihr mich mal von der anderen Seite kennengelernt. Ihr wisst, dass ich immer ehrlich mit euch bin. Ne? Ich habe schon mal ein Video gemacht. Da ging es um ein Charity-Projekt. Da habe ich die aufgedeckt. Da habe ich aufgedeckt, dass das eine Lüge ist. Ja? Und zig Blogger haben Videos darüber gemacht, haben Instagram-Posts darüber gemacht. Ja? Und dabei war das voll fake. Und ich habe die ganze Nacht recherchiert. Und habe ich natürlich kein Video darüber gemacht. Und das Geld habe ich natürlich nicht bekommen, ist ja klar, logisch, aber ey, so ein schmutziges Geld möchte ich nicht haben, ganz ehrlich, sorry. Boah, ich habe jetzt mich ein bisschen in Rage geredet, aber Leute, ganz neutral, die synthetischen Perücken, toll. Verarbeitung toll, Versand toll, Geruch toll, da kannst du nichts sagen, also 100 Euro kostet die Perücke. Ihr bekommt die natürlich überall günstiger, ihr bekommt auch günstigere, aber von der Qualität her, man kann wirklich nichts sagen. Und ich möchte diesen Laden auch nicht schlecht machen, ich möchte nur sagen, dass man so nicht mit Partnern umgeht, ja, und auch mal ein bisschen Verständnis zeigen muss. Wir sind ja keine Maschinen, wir sind doch Menschen, wisst ihr, wie ich meine? Und es gibt ja durchaus Wichtigeres als ein YouTube-Video, wenn meine Kinder krank sind. Selbst wenn das eine Kooperation gewesen wäre, bei der ich einen Vertrag unterschrieben hätte mit jeder anderen Firma, glaubt mir, dann hätte ich auch schieben können. Da hätte ich sagen können, Leute, meine Kinder sind krank. Ne? Wir müssen mal gucken, dass wir da irgendwie anders zurechtkommen. Eine E-Mail nach der nächsten, bam, bam, und immer diese rote Schrift. Leute, es geht gar nicht. Wisst ihr, ich bin ja eine YouTuberin, die wirklich sich die Zeit freischaufelt und schaut, sind die Kinder gerade beim Tennis, sind sie beim Fußball und so weiter. Ich habe nicht nur ein Kind oder gar kein Kind. Ich habe auch kein fertiges Set. Ich brauche für mein Set allein eine Stunde, um das aufzubauen. Und dann muss ich immer schieben und gucken, wo kriege ich es rein. Habe ich gekocht? Sind die jetzt gerade unterwegs? Kann ich jetzt gerade das Video drehen? Verquatsche ich mich 10.000 Mal und so weiter. Und so geht das nicht. Das können vielleicht andere, die diese Kooperation auch eingegangen sind, dass die sich an diese 5 Tage halten. Normalerweise wäre es ja bei mir auch gegangen. Aber manchmal spielt das Leben auch eben anders. Ne? So, boah, ich habe gelabert und gelabert. Sorry dafür. Also, jetzt habt ihr die Wahrheit erfahren, wie das bei mir gelaufen ist. Wie gesagt, nichtsdestotrotz finde ich die Perücke zum Beispiel total schön, aber eben nicht in Kontakt. So, und jetzt verabschiede ich mich von euch. Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen, wie das auch manchmal laufen kann mit Kooperationen. Und ja, jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn ich jetzt nicht zu böse war, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!